Seit fast 100 Jahren steht in Österreich das Amtsgeheimnis in der Verfassung. In keinem anderen EU-Land gibt es das noch. In einer Rangliste von 135 Staaten weltweit steht Österreich auf dem vorletzten Platz, was den Zugang der BürgerInnen zu öffentlichen Akten, Entscheidungen und Dokumenten angeht. Die schwarz-grüne Koalition hat schon in ihrem Regierungsprogramm die Abschaffung des Amtsgeheimnisses versprochen. Und sie hat einen Entwurf für ein sogenanntes Informationsfreiheitsgesetz vorgelegt. Das ist allerdings fast 2 Jahre her. Weil seither aber genau gar nichts weitergeht, haben verschiedene NGOs heute den zuständigen Vizekanzler und die Verfassungsministerin zu einem runden Tisch gebeten. Fernsehbilder von diesem Treffen im Kanzleramt gibt es übrigens nicht. So weit geht die Informationsfreiheit noch nicht. Bei der Identitätsüberprüfung der Teilnehmenden am runden Tisch im Bundeskanzleramt nimmt man es heute sehr genau. Alle hier haben den Termin. Genau. Umgekehrt ist Österreichs Verwaltung aber weitaus weniger freigebig. Auf ein Informationsfreiheitsgesetz inklusive Abschaffung des Amtsgeheimnisses warten Datenschutzorganisationen schon lange. Wir haben heute gehört, wie wichtig dieses Thema genommen wird. Nur das hören wir seit 10 Jahren. Diese Regierung ist angetreten mit Informationsfreiheit im Regierungsprogramm. Diese Legislaturperiode ist jetzt bald vorbei. Also entweder man nimmt das ernst und tut das wirklich jetzt auf die oberste Prioritätenliste, sodass das wirklich bald passiert. Oder man muss hier wirklich ein großes Versagen konstatieren der türkis-grünen Bundesregierung. Konkretes bleiben Vizekanzler und Verfassungsministerin heute schuldig. Erneut. Seit Februar 2021 liegt ein Entwurf für ein Informationsfreiheitsgesetz am Tisch. Also seit bald 2 Jahren. Beschlossen wurde bisher trotzdem nichts. Als Blockierer werden immer wieder die Bundesländer, aber vor allem die Gemeinden genannt. Der Gemeindebund weist zurück, hier zu bremsen. Man habe aber Bedenken. Denn die Abschaffung des Amtsgeheimnisses würde zu enormen Unklarheiten führen, wem man welche Auskunft geben dürfe. Was wir wollen, ist ganz einfach keine Bürokratie. Also das heißt für uns, sagt uns bitte, was wir in die Register stellen. Wir stellen alles in die Register. Das ist nicht das Thema. Das Thema, das uns bewegt, war immer die Frage Datenschutz versus Informationsfreiheit oder Abschaffung Amtsgeheimnis. Da will man Abwägungsprüfungen, völlig absurd. Aber mehr Transparenz soll es künftig in einem anderen Bereich, nämlich bei öffentlichen Aufträgen für Studien und Ähnliches geben. Wohl eine direkte Konsequenz aus der ÖVP-Inseraten-Affäre, Stichwort Beinschab-Tool. Ab 1. Jänner wird es im Artikel 20 des Bundesverfassungsgesetzes in einem zusätzlichen Absatz heißen, alle mit Aufgaben der Bundes-, Landes- und Gemeindeverwaltung betrauten Organe haben Studien, Gutachten und Umfragen, die sie in Auftrag gegeben haben, samt deren Kosten in einer für jedermann zugänglichen Art und Weise zu veröffentlichen, solange und soweit deren Geheimhaltung nicht gemäß Absatz 3 geboten ist. In einem Rundschreiben des Kanzleramts, das der ZIB 2 vorliegt, werden nun alle Bundesstellen informiert, wie diese neue Bestimmung in der Praxis auszulegen ist. So seien Veröffentlichungspflicht und Geheimhaltung jedes Mal abzuwägen und nur Studien gemeint, die ab 2023 beauftragt werden. Veröffentlicht werden auch ausschließlich Studien, Gutachten und Umfragen, keinerlei andere Auftragswerke. Der ursprüngliche Gesetzesantrag, den alle Parteien außer der FPÖ unterstützt hatten, war da noch deutlich weitergegangen. Transparenz mit Grenzen also. Thank you.